Hast du irgendein Problem? Er ist ein Pummbärchen. Er ist ein Bungenbärchen. Ist ein Pummbärchen. Das ist weg. Da ist er wieder. Hä? Das Levi, was hier steht. Boing. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Creativerse. Mit dabei das Bärchen. Hallo. Boink. 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 Und die bezaubernde und herzallerliebste und beste Frau auf diesem Server, Little Miss Louise. Hallo. Und unsere Fans. In Reihe und Glied. In Reihe und Glied. Die warten. Das ist die warten auf den Einlass zur Autogrammstunde. Und das Liefi hier oben ist betrunken, ist aber unser Türsteher. Genau. Sieht echt krass aus, ey. Wie die da in dieser Reihe drin sind. Und was macht er da hinten? Wer? Der Hahn? Der guckt, dass keiner vom Hintergang reinkommt. Das ist der Hintertürwächter. Der Wächter. Der Wächter. So, ja, dann würde ich sagen, bauen wir noch die Bäumchen. Wieder? Warum leuchten die eigentlich? Nee, das sind diese Blumen da drin. Die Blümskes. Die Blümskes sind das, ja. Die Blüm. Die Yellow Flowers. Oder so. Und, diese kleinen können wir auch mitnehmen, ne? Ja. Ihr könnt ja schon mal nach oben versuchen zu kommen. Ich nehm den hier. Ich weiß nicht, auf welchen das Bärchen geht, aber... Da wo ich hochkletter. Ja, da, auf wo dem, wo das Bärchen hochgeht. Die Liefes machen wir weg, ne? Also schmeißen wir weg, ne? Nein, Liefes brauchen wir. Okay. Weil mit diesen Liefes musst du die Dächer bauen. Was? Geh weg. Mein Gott. Die sind fies, die Viecher. Die sind so anhänglich. Ja. Komm, ist cool, dass diese Blumen leuchten. Alter, ja. Was ist das für ein Baum? Ein Wildwood-Baum. Ein Zwillingsbaum. Ihr könnt ja das, hier dieses Haus hinbauen, was wir letztens gemacht haben. Ja, ist krass, oder? Alter, weiter. Hm? Oh, das sieht schon geil aus von hier oben. Ey, hier könnte man ja schon fast was bauen. Das sieht richtig cool aus. Wir haben unsere Bäume aber schon. Das war die Stimme jetzt so im Arsch. Alter, lass mich doch einfach meinen hohen Baum abbauen hier. Meine Fresse. Nicht, dass mir das irgendwie aggressiv machen würde oder so. Nein, nein, nein. Oh Gottchen. Uff. Hi, Bärchen. Hä? Ach, hi. Ich bin auf meinem Baum hochgeklettert. Ja, ich fange hier mal an und höre irgendwann mal auf. Irgendwo. Ja. Yay. Hört sich gut an. Klingt gut. Das ist ein Plan, ne? Hört sich voll nach einem Plan an. Aber sowas von. Ich schließe mich diesem Plan an. Ja, ich arbeite Ebene für Ebene ab. Ja, ich auch. Was? Mein Gott. Was machst du da? Ach, Baum ab. Hat den kleinsten Baum von uns, ne? Und was ist? Ja, das sagt den meisten Ärger. Das sagt den Viecher mal. Dann komm doch auf den Baum. Nein. Aussicht ist herrlich hier oben. Ja, ich mach nur eben... Nicht herrlich. Ja, ne, ist schön hier, ne? Also deswegen, also eigentlich schon fast zu schade, diesen hier wegzunehmen. Ja, wir können ja noch auf einen anderen klettern, wenn wir Aussicht wollen. Sind ja noch ein paar hier. Von den kleinen Bäumen. Ja. Könnte knapp werden, ne? Ja, ganz knapp. Also an Holz mangelt es uns hier nicht. Nee. An Lief es auch nicht. Nee, überhaupt nicht. So, ich kommst du auch versuch jetzt, mal. Ich versuche jetzt irgendwie mal da hochzukommen. Ja, du brauchst doch klettern. Ja, ich weiß nicht, wie du da hochgekommen bist. Tja, Bären halt, ne? Tabem ist hochgebuddelt. Ja. Ah, hier. Sieht gut aus. Da kommt da. Ja. Jetzt fragst du dich weiter, ne? Banke hier hoch? Hä?
Ja, jetzt frage ich mich gerade, wie... Hä? Brauchst du Hilfe? Nö, ich bin jetzt gleich oben. Ach so. Hallo! Schnapp in der Ecke, dann machst du mittig, ich mach hier. Achso, ich dachte, ich fange jetzt hier außen an. Achso, okay. Ja, ist ja egal. So haben wir jetzt jeder eine Ebene. Also genau. Fangen wir jetzt außen an, buddeln und bauen uns dann von außen nach innen. Andersrum wäre sinnvoll. Sinnlos. Sinnvoll. Sinnvoll. Ja, andersrum wäre sinnvoll. Sinnvoll, deswegen machen wir das so rum, weil das ist ja nicht sinnig. Was ist schon sinnig, was wir machen? Ach, wir. Überbewertet. Bitte. Sorry, so. Dicky. Einer irgendein Thema, über was man reden könnte? Blätter. Blätter. Ja, schon abbauen können, können wir es auch drüber sprechen. Urwaldabholzrodelung hier. Ist jetzt, glaube ich, das falsche Thema, ne? Ja, so ein bisschen. Abrodeln, ja, Urwald abrodeln. Genau. Abrodeln. Jetzt ist bei der Liebe runtergeschmissen. Nicht schlimm. Es ist selbst schuld. Man sollte es nicht auf den Baum klettern. Gott, ist das ätzend. Ja. Ach ja. Ja, da lobe ich mir dann doch schon das ein oder andere andere Sandbox-Spiel, wo sich die Blätter dann automatisch auflösen, sobald der Stamm entfernt wurde. Ja, das ist manchmal, in solchen Situationen ist das wirklich praktisch. Ja. Aber wir brauchen die Blätter ja, das ist ja das Problem. Ja, natürlich. Trotzdem wäre das teilweise echt einfach. Wenn du nur das Holz brauchst, wäre das schon echt cool. Ja. Aber das soll ja sehr schwierig sein, irgendwie zu realisieren, hat David ja geschrieben. Das Problem ist ja, weil... Für alle, die es nicht wissen, David ist einer der Entwickler von... Das ist der Chefentwickler. Der Chefentwickler. Ah, okay, er ist sogar der Chefentwickler. Hallo, David! Er spricht nur Englisch. Ja. Falsches Englisch. Ja, ist ein Texaner. Also texanisch. Oh, howdy! Der kann, das ist noch nicht mal amerikanisch, was die sprechen. Was? Oh, ist fies. Ja, was denn? Das ist wie mit Bayern, das ist auch kein Deutsch, David, was die sprechen. Der David ist bestimmt ganz nett. Ja, der ist auch total lieb. Ja, deswegen macht das nicht so lustig. Was ich so lesen konnte. Was du verstanden hast. Achso, hat dann komischen Akzent beim Schreiben. Ja, ja, natürlich. Ätzend ist das. Er rollt das R, weißt du? Ja. Er schreibt in Hieroglyphen. Howdy, Partners. Ich bin eigentlich Ägypter, aber texanischer Ägypter. Texanischer Ägypter. Gewissen Ebene muss man aufpassen, dass man nicht einfach so durchfräst. Mhm. Ne? Ja, man muss aufpassen, wirklich. Also ich gucke auch immer erst abbauen, gucken, laufen. Abbauen, gucken, laufen. Das Problem könnte ja auch wirklich sein, dass wenn du jetzt vor dir ein Blatt oder so ein Block Laub wegnimmst, dass auf einmal ein Loch darunter ist. Eben, das ist es ja auch noch. Das könnte passieren. Das ist es ja, deswegen ja. Laub abbauen, gucken, laufen. Wenn du nicht was zum Laufen ist. Nicht verwechseln, ne? Nicht verwechseln. Das ist wie mit Telefonieren. Erst auflegen, dann Arschloch sagen, nicht andersrum. Ja, genau, genau. Arschloch, dumm. Oh. Ups. Ja, wenn, dann sag wenigstens sie Arschloch, das ist noch freundlich. Das ist dann freundliches Arschloch. Freundliches Arschloch. Ich guck ja momentan, Live in the Woods bei Gronkh, ne? Ja. Und der hat ja jetzt diese Expedition gestartet. Expedition, ja. Ja, ich weiß. Aber ich dachte, du erklärst es jetzt. Ja, also er läuft einfach nur, um die Map halt zu entdecken, quasi. Ach so, okay. Läuft einfach nur ein bisschen rum. Ist ganz lustig, weil dann erzählt er wieder irgendeinen Scheiß. Wie immer.
wie immer. Aber und ja. Ich find, ja, aber ich jedes Mal, weil er guckt dann auch immer, weißt du, er guckt nicht nach unten, wo er hinläuft, sondern er guckt immer so ein bisschen nach oben. Also wie ich. Und läuft und guckt so rum und läuft einfach. Ich erwarte jedes Mal, dass er in irgendeine Schlucht fällt. Der ist ja kein Bärchen, ne? Nein, ist leider. Leibliefi. Das wäre aber sehr lustig. Das passiert ja nur mir, das ist das Bärengehen. Ja. Wobei von der Behaarung her könnte Gronkh ja auch als Bär durchgehen. Ja, als sibirischer Bär. Als ja, aber sibirischer bei Gronkh ist es halt immer so, ich glaube, wenn man den ohne, wenn er sich den Bart wirklich mal komplett wegmachen würde. Ja, kennt man. Würde man den kennt nicht mehr wiedererkennen. Ja, kennt man auch. Doch, kennt man schon. Ja, Gronkh ohne ganz Bart. Am Anfang ja, ja. Hat er ohne kein Bart gehabt, ganz früher. Ja, da sah er aus wie so ein Milchbubi. Ja. Total, also mit Bart. Das ist genauso wie bei euch beiden. Wenn man mit Jodi wegmachen würde. Was? Also wie, also mit Bart, ne, sehen wir wohl ja jünger aus als ohne Bart, ne? Ja, eben. Ich hab gesagt, wenn ihr die Bärte wegmachen würdet, seht ihr genauso aus wie er mit, ohne Bart. Achso, wie Gronkh, wir sehen geht dann ohne mal, Bart, sehen wir... Wir sehen dann also aus wie Gronkh. Wie Gronkh ohne Bart. Also, ohne Bart sehen wir aus wie Gronkh. Aber ja, der hat doch genau. Bart. Genau. Aber der hat doch Bart. Egal. Anderes Thema. Oh Gott, ich glaube, ich darf jetzt erst die nächsten 20 Jahre nicht mehr vor ihr stehen. Ich glaube, die haut mich dann. Die bringt mich um. Mit die Bratpfanne. Ja, also war toll nach dieser Woche, dass ich hier mit dabei bin. Falls ich danach nicht mehr in der Aufnahme dabei war, such den Müllsack bitte in irgendeinem See. Mhm. Ach ja. Sind wir bald fertig hier? Ja. Ja. Mit den Nerven, ja, das so. Ja, du hast dich gefragt, was? Also ja, das stimmt. Baum. Ja, ja, ich auch. Ja, ich auch. Und ich habe auch schon die ersten Löcher. In den Socken. Ja, das sowieso. In der Unterhose. Ja, das auch. Notfallloch. Eingriff. Falls mal schnell gehen muss. Oh. An Lüftungsbau. Was würde Papa jetzt sagen? Er ist Pauli. Ja. Ja. Genau. Ich dachte, zu dritt geht das schneller hier. Nein. Hätte gerne. Obwohl, es geht ein bisschen schneller. Lustig ist nur, dass wir uns irgendwie andauernd in eine Quere kommen. Echt? Ich nicht? Ja. Ich komme nicht in die Quere. Wechsel jetzt mal komplett die Seiten hier. Oh, ja, war klar. Ich dachte, hier oben bin ich in Ruhe. Ist nicht wahr. Er, ne? Er hat ein tierisches Problem. Ja, bin halt zu tierlieb, glaube ich. Ja, genau. Tötest sie nur, aber na. Das ist einfach nur Selbstschutz. Selbstschutz? Okay. Ja, das ist Selbstschutz. Die töten sich selbst. Eben. Sie rennen alle in sein Schwert. Genau. Da kann ich nichts für. Das ist nicht meine Schuld. Honig. Dann, ey, sag mal. Ich bin... Ach, egal. Die andere Seite ist leer. Ja. Die andere Seite ist leer. Die Himmel ist weg, die ich jetzt gerade am Abbauen. Und die nächste Ebene. Was bist du denn jetzt? Was war das denn jetzt? Lustig, wenn ein Liebchen auf dem Baum sitzt, auf ja. Blättern sitzt, und du die Blätter unwegbaust, dann fangen die an zu hüpfen. Ja. Okay. Immer wieder ein sehr lustiges Spiel. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich das runterschubsen kann. Ja, das geht ja leider nicht. Also man kann sie ja, du kannst ja dann nur hauen. Und dann greifen sie ja dich. Eigentlich müsste es dann auch runterspringen. Nee, die hauen glaube ich sogar ab, ne? Die Leafys hauen, glaube ich, ab, ja. Und die Pixies greifen zurück an. Mann, es stirbt einfach nur. Und tschüss. Und tschüss. Bist du gefallen? Nee. Aber das Pixie und ich glaube, es ist tot. Oh. Hast du Loot? Nein. Also, ich sehe es nicht, sagen wir es mal so. Das wäre cool, wenn die Viecher dann auch noch Loot würden. Dann könntest du eine Falle bauen. Cool.
Ja. Ah. Ja, das wäre natürlich auch noch cool, ne? Wenn das gehen so würde. Fallen, ne? Ja. Wobei die unter Wasser ja sterben, ne? Aber ja, dann bleibt aber du kriegst ja kein Loot, ne? Du kriegst ja nur den Loot, wenn du die anhaust. Das heißt, wir müssen dann einen Praktikanten uns organisieren. Pascal? Der dann da immer in der Falle drin bleibt, tagtäglich und... Genau, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Genau, 350 Tage im Jahr. Genau. Natürlich ohne Bezahlung, ist ja klar. Das sowieso, ist ja nur ein Praktikumsplatz, ne? Eben. Praktikas werden ja nicht bezahlt. Nein. Also ich glaube, Pascal meldet sich freiwillig. Ja, das ist sowieso. Den Knobelvertrag von letztem Mal hat er ja auch einfach so unterschrieben. Eben. Knobelvertrag. Ich hab's überlebt! Scheiße! Ich hab's überlebt, scheiße! Ja. Ja, hier ist doch ein Bossock, der hätte mich beinahe gekissen. Weißt du, durch den Fall nicht gestorben, dann kommt da so ein Bossock um die Ecke tot. Ach, das will die. Aber das war schon lustig. Wow. Ich bin noch am Leben, scheiße. Tja, tut mir leid, Martin, ich lebe noch. Ja. Ranke, dein, da, da. Tada! In der dritten Ranke links. Da ist sie, da bist du. Also ist hier meine Ecke, weil du wieder bei mir bist. Okay. Ja. Der Neo ist übergreifend. Ja, ich bin übergreifend. Übergreifend? Ja. Zone. Ich halte mich nicht unbedingt nur an mein Gebiet hier. Aber jetzt bin ich froh, dass wir Lumitan-Schuhe haben, ne? Boah. Stell mal vor, wir hätten jetzt noch die anderen. Die Holzmining-Zelts. Boah. Das wäre hart. Da würdest du ja gar nicht mehr mit klarkommen. Nee. Kann man eigentlich ohne... Was denn? Alles gut. Was? Alles gut. Du hast eine ohne Mining-Zell abbauen? Ja, genau. Aber jo, geht auch. Das geht, ja. Klar, du musst ja dann irgendwie anfangen, ne? Null Mining-Zell. Also Holz lang. Und so kannst du abbauen. Ja, sicher, der ist langsam, das ja. Das willst du nicht ohne Mining-Zell machen. Nö. Das heißt, aber es geht. Wenn du irgendwann wieder anfängst, ne, auf Null und du hast diese Mining-Zells noch nicht, ne? Boah. Oh. Oder dann baust du die erste und denkst, es wird schneller und denkst dann, alter Walter. Nö, es wird doch, ja doch, es wird ein bisschen schneller. Ja, aber es fällt nicht wirklich auf, weil die, du jetzt diese ganz schnell eben. Hast. Nee, was schön hier. Haben wir doch fast geschafft. Mhm. Da wartet noch ein Baum, ne? Ich dachte, wir wollten nur den Baum hier machen. Ne, die beiden hier. Das sind ja beide. Das sind beide. Das sind ja beide. Hier sind noch ein paar mehr Blätter. Eigentlich sind das, glaube ich, drei. Ne, sind nur zwei. Also zumindest standen unten nur zwei Stämme. So, ich gehe nach außen, mach da wieder weiter. Viel Spaß. Ach ja. Zum Glück ist das nicht so eintönig, ne? Guck mal vor, wir würden immer dasselbe machen, ne? Ja, das wäre, also das kannst du ja nicht machen. Also das ist ja, also geht ja gar nicht. Baum. Aber ich muss sagen, ich finde Baum abbauen einfacher und auch unterhaltsamer als, weiß ich nicht, wenn du unterirdisch irgendwas abbuddeln musst. Ja, weil du da immer so dunkel und Höhle und ja, und hier richtig. Musst du richtig aufpassen, dass du nirgends runterfällst. Ja gut, bei Höhlen ja auch. Hab da so ja, Erfahrung. Aber hier nicht ist die Gefahr größer, dass du eben runterfällst als... Ne. Was? Das ist jetzt schon wieder. Inventar ist voll. Ne. Okay. Du hast später angefangen und dein Inventar ist voller als unseres? Achso, ja, du hast ja die unteren Bäume schon weggemacht. Ja. Und du hast Viecher getötet. Ja, das auch. Geh jetzt da runter. Geht doch. Uhuhu. Da hat der Leckmann war plötzlich weiter vorne. Uhuhu. Du kannst auch runterfallen, da passiert nichts. Mhm.
Sei denn, du hast einen Bosshock da unten. Ja, richtig. Und der dich auch trifft, dann ja. Dann ja. Hatte ich doof, ich war unten und ich hätte einmal entfernen können. Ne? Hättest du tun können. Hätte Fahrradkette. Genau, hätte der Hund nicht geschissen, hätte dann Hasen gefangen. Was ist denn hier los? Sind die Gans? Was ist denn da schon wieder los? Jetzt stehen die alle... Andersrum? Ja, aber... Ach, ich... es ist... Die machen dort einen Tanz. Ich frage da, nicht mehr nach, was die da machen. So. Gestern waren Nachbarn von uns lustig. Die haben wirklich so kurz vor 23 Uhr eine Waschmaschine gemacht. Ja, warum nicht? Denkst du an nichts Böses? Geht mit. Ey, Freund. Es ja. Ist nicht dein Ernst. Du hast es aber auch, ne? Die mögen mich voll. Wollte ich sagen, was machst du da hinten auf dem Baum, auf einen anderen Baum hüpfen, aber das ist so ein Vogel. Nee, da, das scheine sehr saftig zu sein. So. Das ist ja saftig. Hallo. Sollte so eine Funktion geben, wo man einfach nur irgendwas einstellen kann, dass der Handschuh automatisch saugt. Ja, du kannst. Brauchst du eine linke Maustaste halten? Ja, aber das ist auch anstrengend. Du kannst zum Beispiel deine Mäuse so programmieren, wenn du eine Maus hast zum Programmieren natürlich. Dass sie das macht. Genau. Vorausgesetzt ist natürlich eine Maus, die du programmieren kannst. Genau. Hallo. Hallo. Hey du da im Radio. Geh weg. Mann. Ist ja gut, dann mache ich halt meine Ebene weiter einen runter. Ich bin tiefer als ihr, so langsam. Ja, ist ja gut. Ja, dann bau doch die... Was? Nee, egal. Hä? Ist doch egal, wie tief du bist. Hauptsache der Baum ist weg am Ende. Ja. Okay. Ach, ist das eine schöne Arbeit. Brauchen wir nur dieses Holz oder noch anderes Holz? Nee, zum Glück nur das. Reicht doch wohl, oder? Na, das reicht. Boah! Denke immer dran, Bärchen, du hast dich freiwillig gemeldet zu helfen. Wenn du stürzt und dabei stirbst, ist es nicht unsere Schuld. Das sagt er mir jetzt, ne? Das stand so im Vertrag drin. Macht er jedes Mal. Im Kleingedruckten schreibt er nochmal was Kleingedrucktes hin. Ja. Ein Hieroglyphen. Naja, früher hast du ja Keilschrift gemacht, ne? Ja. Da hat sie sich jetzt aber richtig reingesteigert in das Pimmelim. Ja, damit wir pünktlich Feierabend machen können, ne? Ja. Keine Überstunden mehr, kriegst du ja eh nicht bezahlt. Ja, eben. Ach, ja. Das nur, weil es in der Gewerkschaft ist. Was für eine Gewerkschaft? Ja, die Gewerkschaft. Ach so. Schließe mich den Pixies an. Springst du? Ich sterb ja sowieso nicht wie du. Ja, du stirbst. Da hat's allerdings recht. Ja, sie stirbt irgendwie. Ja, dramatischer, keine Ahnung. 8-mal bin ich bis jetzt gestorben laut meinen Uhren. Wie? Was? Du sammelst deine Uhren separat? Ja. Der Neo macht das ganz simpel. Der sammelt seine, packt die bei meiner bei und sagt einfach, ich bin gestorben. Ja, klar. Natürlich. Wenn das cool ist, Bärchen glaubt das dann auch immer. Also ich glaube, so oft wie ich gestorben bin, kommt das sogar hin. Also von daher, warum bist du schon wieder bei mir, hä? Bin ja auch schon ein paar Mal gestorben, aber so oft wie du? Ja, ich glaube, so oft ist noch keiner gestorben.
Also falls wir mal eine dritte Staffel machen, dann zähle ich wirklich, dann mache ich eine Kiste, wo nur meine Ohren reinkommen. Wo nur ich drauf zugreifen kann. Also ich vermute eine dritte Staffel, eine dritte Staffel werden wir auf jeden Fall machen. Ja, früher oder später, ne? Früher oder später definitiv. Eigentlich wäre dies ja noch niemals eine Staffel, ne? Hätte es nicht damals, hätte es nicht dieses Problem schon mal gegeben. Genau. Dann wären wir jetzt immer noch in der anderen Welt. Boah, aber die waren nicht so cool wie diese hier, ne? Ich fand nee, das stimmt. Cooler, ne? Aber dafür war das Haus, was wir gebaut haben, cooler. Ja, das war halt das erste Haus, ne? Ja. Das ist immer cooler dann. Das erste Haus vergisst man nie. Nee. Wie das erste Auto. Das erste Liebe. Ja. Das erste Mal. Das erste Mal. Oh ja, ich weiß noch, das erste Mal Häufchen machen, das war doch toll, ey. Das meinte sie doch mit erste Mal, oder? Natürlich. Ja, natürlich. Ja, ja, klar. Wovon redet ihr denn jetzt? Nee, ist alles gut. Erste Mal schön die Windel voll drücken. Ah, war das toll, du. So schön warm. Wurde richtig warm an der Furt. Und dieser Fäkalhumor. Voll scheiße, ey. Krieg ja schon Pipi in den Augen. Ja. Jetzt geht's los hier. Hallo. Ich glaube, ich verpiss mich jetzt. Ja. Wieso? War scheiße aber auch, ne? Da ist jetzt auch gut, ne? Tschüss! Lebe noch! Runtergefallen. Ja, ich bin gesprungen und einfach durch das große Loch da. Ach hier. Ja, schön. Ich bin mit dir. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du, liebe Zuschauer, fällt man von dem Baum. Ja. Was machen die Tiere? Sind... Was? Habt ihr ein gewisses Sortiersystem? Ja, habt ihr. Ja. Blatt und Holz. Und Holz. Und Blumen. Ach, hab ich ja auch. Nicht viel. Und Wines. Ich glaube, Wines habe ich. Wines? Ja, Wines müssten auch irgendwo noch separat drin liegen, ja. Ja. Weil hier gibt es ja auch so jede Menge Wines. Hier sind ja schon Blattliefes. Waldwoodliefes. Blattliefes. Wo packt ihr denn Honig rein? Den haben, ist noch nirgendwo drin. Dann mach ich den da, wo wir schon was haben. Dann pack den mal da in die Kiste. Genau in die. Genau. In die Kiste, nimm die Kiste. Genau. Ich mach mal eine neue, Liebes, Ja, da wird's mehr als genug von geben. So, wieder eine voll. Yay! Hallo, Maus? Hallo. Hallo, Bär. Da, diesmal warst du nicht gemeint, Kia. Mhm. Keine Maus. Aber wo habt ihr denn Weins reingepackt? Müsste auch da irgendwo drin sein, eigentlich. Nö. Nein? Mhm. Okay, dann nicht. Dann packe ich das mal einfach da rein, wo die fertigen... Ja, pack einfach erstmal rein. Ja, irgendwo rein, genau, einfach irgendwo rein, ist egal. Ich pack mal meine beiden großen Chests auch mal so langsam hier hin, ne? Ja. Ich hab noch 90 Stück. Jetzt ist auf jeden Fall leer, ja. Genau so. Vergiss nicht, dein Inventar zu leeren. Genau, mach erst lebe noch. Mehr. Der ist gar nicht so hoch, ne? bleibt noch genug über vom Leben, ne? Ja. Scheiße. Krall drüber lustig gemacht, dass Gronkh nicht hinguckt, wo er hinläuft, weißt du? Ja, und was macht er?
selbe Prinzip. Ja, ja, ja. Monsieur, wir haben schon 10 Minuten überzogen. Oh nein! Oh da! Oh nein! Oh würde da! Ich jetzt verkacken, wenn die Folgen jetzt immer 30 Minuten lang. So langsam. Irgendwann haben wir nur noch 2 Stunden Folgen. Ja. Oh Gott. Wir könnten ja die Zuschauer entscheiden. Oh, 2 Stunden Folgen. Ich glaube nicht. Mit 8 Stunden am Stück. Nein, wie lange die Folgen werden sollen? Ob es jetzt 20 Minuten oder 30 oder. Also 20 Minuten ist schon okay. Ja, genau. Also. Es ist einfach nur so. Schaffen wir sowieso nie. Erstens das. Ja, das ist ja was anderes. Wir können ja mal 15 Minuten machen. Vielleicht schaffen wir es dann auf 20 zu kommen. Dann machen wir trotzdem 30. Ja, wahrscheinlich. Einfach nur aus Routine. Ja. So, Freunde. Dann würde ich sagen, sonst gibt es hier gleich Haue. Das ist nicht wahr. Was denn? Ich kann doch nicht mal mehr klettern hier. Da hab ich mich aber erschrocken, bin so ein kleines Loch reingefallen. Und ich so, scheiße, geht wieder runter. So, ich will jetzt erstmal hier hochkommen, dann beende ich die Folge, okay? Ja, mach das. Mari auch. So, schönen guten Tag, da bin ich. Doch. Es wird Abend. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Liken und teilt das Video. Und in der Mitte. Und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne am Samstag wieder einschalten zu einer neuen Folge von Creativerse. Dann bis Samstag. Macht's gut. Tschüss. Und allen noch einen schönen Vatertag. Ach ja, richtig. Stimmt, ist ja auch. Ja, richtig. War denn, kommt noch Muttertag? Heute. Muttertag kommt, wenn Tanja kommt. Ja, kommt, wenn Tanja kommt. Ah, passt. Also, richtig, war ja. Stimmt, ist ja heute gewesen, tun. Oder immer noch. Ist immer noch. Ist auch Bollerwagentag. Ja. Bollerwagenbiert. Genau. Okay. Und Philosophientag. Ja. So, dann. Heute ist Tag. Nee. Heute ist Tag des Tapirs. Also, nein. Hä? Warte. Tag des Tapirs. Okay, was auch immer. Ja. Mag kacken. Ja, ja auch. Irgendwie tun. Ich kann, weißt du was, ich stelle mir das so vor. Wie nennen wir denn die Tiere? Und irgendeiner, nennen wir mal Bob, sagt da plötzlich Makaken. Ja, toll, oh. Wir nennen die Makaken. Nee, der war bestimmt irgendwie, weißt du, die waren irgendwo essen, da meinte so, boah, immer Makaken. Und dann so, boah, so heißen die Affen bestimmt. Doch geil. Nennen wir die einfach mal Makaken. Arme Tiere. Ich würde so lachen, wenn das wirklich so wäre. Ja. So, dann jetzt aber. Bis Samstag. Bis Samstag. Tschüss. Tschüss.